Rothenburg ob der Tauber. Eine Stadt, die bereits weit über 1000 Jahre alt ist. Und obwohl Kerstin und ich in den letzten 15 Jahren weit über 1000 Städte und Dörfer besucht haben, haben wir Rothenburg tatsächlich erst vor 2 Jahren kennengelernt. Und wir waren gleich von der Stadt fasziniert. Es gibt in Deutschland ja viele mittelalterliche Städte, aber Rothenburg ist wirklich eine Klasse für sich. Wenn man dort durch die kleinen Straßen und engen Gassen geht, hat man wirklich das Gefühl, man ist in einer anderen Zeitepoche gelandet. Man sieht so viele Details, die zahlreichen Fachwerkhäuser, die Brunnen, überhaupt wie diese Stadt in die Landschaft eingepflegt ist. Also es ist ja umgeben von Wäldern und es sieht einfach atemberaubend aus, oder auch diese Weinberge, die an der hinteren Seite sind, wenn man dann von unten aus rauf auf die Stadt blickt, es ist einfach atemberaubend schön. Dabei gilt es schon fast als ein kleines Wunder, dass man Rothenburg heute in seiner ganzen Pracht noch bestaunen kann, denn Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 wurde Rothenburg bombardiert und fast zur Hälfte zerstört. Das Wahnwitzige dabei ist, dass die amerikanischen Bomber eigentlich ein anderes Ölfeld angreifen wollten, aber da es neblig war und man das Ziel nicht ausmachen konnte, hat man Rothenburg, obwohl dort überhaupt nichts Militärisches stationiert war, als Ersatzziel ausgewählt und wie gesagt fast zur Hälfte zerstört. Tatsächlich war sogar noch ein Artillerieangriff auf die Stadt geplant. Doch der US-Hochkommissar für Deutschland John McCloy konnte dies dann Gott sei Dank verhindern, sodass die Stadt nicht noch weiter zerstört wurde. Und nach dem Krieg wurde die Stadt dann wieder aufgebaut bzw. restauriert und die Amerikaner haben sich mit Spenden an diesem Wiederaufbau beteiligt. Wenn man über diese Stadtmauer geht, die ich gleich auch noch zeigen werde, dann sieht man dort sehr viele Tafeln, wo auch viele andere Spender sich verewigt haben. Und man sieht, wie viele Menschen sich daran beteiligt haben, dass die Stadt möglichst realistisch und, ja, ich sag mal, naturgetreu wiederhergestellt werden konnte. Weshalb wir es zu verdanken haben, dass man auch heute noch dieses Gefühl hat, durch eine wirkliche mittelalterliche Stadt gehen zu können. Das erste Mal wurde Rothenburg um etwa 970 erwähnt und von 1274 bis 1803 war Rothenburg eine Reichsstadt. Es liegt in Mittelfranken und ist ein Teil der romantischen Straße, der ersten Ferienstraße in Deutschland. An dieser romantischen Straße gibt es noch weitere mittelalterliche Städte, die wirklich sehr schön anzuschauen sind und einige davon werde ich im nächsten Film, der in Kürze folgen wird, auch vorstellen. Falls ihr auch einmal zu Gast in der Stadt Rothenburg sein solltet, würde ich euch eine Nachtwanderung mit dem Nachtwächter empfehlen, denn dort erfahrt ihr sehr viel über die Stadt und werdet halt wirklich durch die Stadt geführt. Natürlich ist das im Winter wesentlich spektakulärer als wie im Sommer, wo es ja nachts noch hell ist. Im Winter, wo es dann schon ab 5 Uhr dunkel ist und die Nachtwanderung beginnt so gegen 8 Uhr, ist das eine wunderbare Atmosphäre, vor allen Dingen auch wenn man Kinder dabei hat. Und wie gesagt, ihr erfahrt sehr viel über die Stadt und deren Geschichte. Aber auch wenn ihr einfach die Stadt selber entdecken wollt, geht in die Museen rein oder zum Beispiel gibt es dort eine Kirche, die man besichtigen kann, wo noch ein richtiges Verlies unten im Keller drin ist und sowas. Wie gesagt, es gibt einfach unglaublich viel zu entdecken. Kerstin und ich, wir waren jetzt bereits 4-mal in der Stadt, jeweils für ein langes Wochenende und immer wieder entdecken wir etwas Neues und ja, wir lieben Rothenburg einfach. In der Stadt selber gibt es natürlich sehr viele kleine Läden und Geschäfte, wo man wunderschön bummeln kann und es gibt auch zahlreiche Restaurants, die wirklich, wirklich super sind. Also es gibt Griechen, Italiener, Chinesen. Ich weiß nicht, was es alles gibt, also wir haben in mehreren verschiedenen Restaurants gegessen und es war wirklich überall super lecker. Nur ganz wichtig ist, wenn ihr da essen möchtet und ihr seid in der Hauptsaison da, solltet ihr auf jeden Fall vorab einen Platz reservieren,
denn die Restaurants sind recht schnell ausgebucht. So, und wie ihr jetzt gerade schon im Film sehen könnt, befinden wir uns jetzt auf dieser Stadtmauer. Und die Stadtmauer, die ist wirklich gigantisch. Ich habe schon viele mittelalterliche Städte erlebt und bin auch schon viel über Stadtmauern gelaufen. Aber ich glaube, dass Rothenburg in Deutschland die wohl längste befestigte Stadtmauer zu bieten hat, die es gibt. Ich bin mir nicht sicher, also ich kann es jetzt nicht wirklich belegen, aber vom Gefühl her würde ich sagen, es ist wirklich die längste Mauer, die es hier in Deutschland gibt. Und entschuldigt bitte, dass ich hier einen Zeitraffer machen musste. Ich habe halt versucht, zwischendurch immer wieder kleine Stops zu machen, wo die interessanten Sachen zu sehen sind. Denn wenn man die Mauer komplett umrundet, ist man ungefähr eine Stunde unterwegs. Also ihr merkt es ja schon am Zeitraffer, obwohl ich das so schnell abspiele, dauert es viele Minuten, bis die ganze Mauer einmal umrundet ist. Ja, und in Wirklichkeit, wie gesagt, dauert es gut eine Stunde, wenn man gemütlich schlendert und zwischendurch Stops macht. Es gibt auch die Möglichkeit, auf einen der Türme raufzugehen, von wo aus man eine wunderschöne Aussicht über die ganze Stadt hat. Dann kann man auch locker anderthalb bis zwei Stunden auf dieser Mauer unterwegs sein. Aber es lohnt sich. Und das Tolle ist, die komplette Mauer ist überdacht. Das heißt, wenn es regnet, könnt ihr ebenfalls auf diese Mauer gehen und ihr seid dort vor Regen geschützt. Und wie gesagt, dort oben findet ihr viele Bereiche, wo halt diese Monumenttafeln hinterlegt sind, wo ihr einfach mal schauen könnt, wer hat sich am Wiederaufbau der Stadt und der Mauer beteiligt. Und das ist schon wirklich sehr interessant, weil man sieht wirklich Namen bzw. Tafeln von Menschen aus der ganzen Welt. Das ist schon sehr ergreifend. Was ich euch auch noch empfehlen würde, wäre der Kauf eines Stadtführers. Also es gibt in der Innenstadt auch direkt einige Büchereien, wo halt verschiedene Stadtführer angeboten werden. Und wir haben uns dort einen geholt. Der heißt einfach Altstadtplan mit Rundgang, mit zahlreichen Farbbildern. Also es sind 177 Farbbilder darin. Und das Tolle daran ist, dass halt vieles auch zu der Geschichte der Häuser erzählt wird. Also wofür wurde das Haus genutzt oder was war darin untergebracht, wer hat eventuell in welchen Häusern gewohnt. Oder sehr interessant ist natürlich auch das Kriminalmuseum, wo halt auch sehr viel über die Geschichte dargestellt wird. Aber das würde ich euch wirklich empfehlen, wenn ihr euch für die Stadt interessiert, beziehungsweise wenn ihr etwas Hintergrundwissen aufbauen möchtet. Und es gibt natürlich zahlreiche Eisdielen in der Stadt. Das ist ja jetzt nichts Verwunderliches, dass es da sehr viele Eisdielen gibt. Und ja, es gibt halt nichts Schöneres, als wie einfach durch diese Stadt zu schlendern, nebenbei ein leckeres Eis zu schlecken. Oder was auch sehr schön ist, ist, wenn man halt nachts unterwegs ist, beziehungsweise am späten Abend, wenn es etwas ruhiger geworden ist in der Stadt, dann ist halt nicht mehr so viel Tourismus da los. Und ja, dann kann man halt wunderschön durch die Stadt schlendern, durch diese kleinen engen Gassen. In der Weihnachtszeit muss es natürlich unheimlich toll sein, wenn die einzelnen Häuser dann noch beleuchtet sind. Und es gibt in der Innenstadt, wenn man Richtung dieses Pinocchio-Hauses geht, gibt es einen Fotografen. Ich weiß jetzt seinen Namen gerade nicht mehr. Aber auf jeden Fall, wenn ihr runtergeht Richtung dieses Haus, auf der rechten Seite ist so ein kleines Schaufenster, wo mehrere Fotografien von diesem Fotografen sind. Und dort seht ihr einfach, wie es in Rothenburg ausschaut, wenn Winter ist oder halt nachts. Und ich selber bin ja auch Fotograf, aber ich muss sagen, dieser Fotograf da, der hat sehr beeindruckende Aufnahmen gemacht. Schaut es euch einfach mal an, wenn ihr in der Stadt seid. Falls ihr euch dazu entschließen solltet, mal in Rothenburg Urlaub zu machen, würde ich euch empfehlen, mindestens eine Woche einzuplanen. Also für Rothenburg selbst könnt ihr schon 3-4 Tage verwenden. Aber wie gesagt, die umliegenden Dörfer und Städte, ich sag mal, wenn man so im Umkreis von einer Stunde Autofahrt bleibt, da gibt es so viele Städte zu entdecken. Natürlich unter anderem Nürnberg oder Bamberg sind sehr schöne Städte. Dinkelsbühl ist in der Nähe, was man sich mal anschauen sollte. Und eine Woche geht ruckzuck vorbei. Wichtig ist aber natürlich auch, dass ihr rechtzeitig reserviert. Es gibt zwar zahlreiche Hotels und Pensionen und Gasthäuser,
in der Stadt wie auch in der Umgebung. Aber es ist halt eine, ich sag mal, Touristenstadt, die halt wirklich, wirklich eine hohe Touristenfrequenz hat. Und wenn ihr da spontan hinfahrt, wird es wahrscheinlich sehr schwer werden, eine Unterkunft zu bekommen. Deswegen rechtzeitig reservieren. Natürlich müsst ihr da aber zuerst einmal eine grundlegende Entscheidung treffen, ob ihr lieber in einem komfortablen Hotel wohnen möchtet oder lieber in einem Gasthaus bzw. einer Pension. Wir haben die Varianten schon alle ausprobiert. Wir fanden die Hotels wirklich super. Jetzt beim letzten Urlaub waren wir in einem alten Fachwerkhaus untergebracht. Das war etwas außerhalb von Rothenburg. Und ja, das Haus selber, das wird ungefähr schon 500, 600 Jahre alt gewesen sein. Und alleine das war schon ein cooles Erlebnis, fand ich, weil von außen halt dieser Fachwerkstil und von innen war es halt auch so auf, ja, ich sag mal, altertümlich gehalten. Und ja, da hatte man dann so richtig dieses Mittelalter-Feeling. Ja, und bei den Hotels war es natürlich so, alles sehr komfortabel eingerichtet. Und da war natürlich auch das Schöne, dass man halt morgens Frühstück fix und fertig da stehen hatte. Ja, das sind halt die Vorteile im Hotel. Und von der Preisklasse her würde ich sagen, findet man eigentlich alles, was man sich wünscht. Also es kann sehr, sehr günstig werden, der Urlaub bzw. die Unterkunft, aber auch extrem teuer. Ich will jetzt da keine Namen nennen, um da irgendwem Vorteile zu verschaffen oder eben Nachteile. Aber erkundigt euch einfach mal, wie dort die Preisklassen sind und entscheidet dann, wo ihr halt unterkommen möchtet. Falls ihr direkt in der Stadt sein möchtet, direkt in Rothenburg, ist es natürlich immer etwas teurer, als wenn ihr jetzt irgendwo außerhalb, ich sag mal, stationiert seid. So, und das war halt mein Film über Rothenburg. Wie gesagt, die umliegenden Dörfer und Städte werden im nächsten Film kommen, beziehungsweise einige davon. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Film, dass er euch gefallen hat. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, ciao.